So, da wären wir auch schon wieder mit der nächsten Folge von Fast and Furious 5. Wir setzen die Karriere fort. Kapitel 6 sind wir jetzt da. Kapital besorgen. Brian muss ein Straßenrennen gewinnen, damit die Gruppe das Nitro kaufen kann, das sie für den Raub braucht. Dabei 5 war es nach Tej. Wirbt die Gruppe Han an. Einen Meister trifft er aus der Szene von Tokio. Ja, genau, da erinnern wir uns an. Ja, und das haben wir schon einmal gelesen. Okay, ja, mir ist einfach aufgefallen, dass ich bei der letzten Folge, also bei Kapitel 5, gar nichts gelesen habe. Und deshalb, ja, wenn wir das jetzt. Habe ich das jetzt doch noch gelesen? So, und jetzt müssen wir uns entscheiden, welches wir machen. Normal gibt es hier gar keines. Ja, dann fangen wir mit dem Dragster-Rennen an und wir holen uns hier beim Untergrund. Mag noch irgendwas? Nein. Nein. Der sowieso nicht. Der auch nicht. Der hier. Zack. Der ist jetzt gewählt. Okay. Ist ein bisschen komisch, aber ja. So. Dann Werkstatt. Da haben wir bereits das neueste Auto. Also haben wir jetzt das neueste Auto. Mit allen möglichen Upgrades. Von daher müsste das schon zu machen sein. Ein Dragster-Rennen. Ja. Mal schauen, wie das dann wird. Das letzte Mal musste ich ja dreimal starten, bis ich es dann geschafft habe. Das war gut. Das war auch gut. So. Zack. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Zweiter Platz. Ich denke, ich könnte noch etwas besser sein. Also machen wir das noch einmal. Wow, 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 wow. Da schaltet es wieder mal einfach hoch. Dann machen wir hier einen Neustart. Mal schauen. Nein, jetzt ist es schon wieder. Okay, dann beenden wir das ganz. Oh, nein, das war Hauptmenü. Ja. Mal schauen, ob wir jetzt in das Karrieremenü kommen oder halt in das Hauptmenü. Auf jeden Fall, das letzte Mal habe ich ja noch gesagt, ich will noch. Ah, gleich hier wieder. Das letzte Mal habe ich gesagt, ich will noch etwas mehr, noch etwas anderes sagen. Und das wäre. Also, eigentlich einen Saisonrückblick. Also ein Saisonrückblick auf die Saison des FC Zürich. Oh nein, das ist jetzt noch nicht ausgewählt. So. Okay. Und dann, ja, also würde ich sagen, eigentlich die Saison. Hat eigentlich ein ziemlich gutes Ende genommen. Ich meine, man kann nicht sagen, dass wir die ganze Saison lang wirklich gut waren und in der Liga, ich meine, fünfter Platz, also ja, das ist jetzt nicht gerade so unglaublich. Aber ich meine, wir sind Cupsieger und von daher ist eigentlich. Ja, das ist schon ein geiles Auto. Wir sind Cupsieger. Oh, ich muss so zerstören.
Wir sind Göpsieger. Jetzt endlich. Ich muss mich gerade ziemlich konzentrieren, die sind extrem hartnäckig. Bam, jawohl. Also anderthalb Minuten habe ich Zeit, müsste. Boah, scheiße. Ja, diese geile Abkürzung hier. Das Problem ist. Wow, wow. Boom. So, aber jetzt kommen die anderen wenigstens hinterher. Ja, wir sind Cup-Sieger geworden. Ich meine, ja klar, da gab es diese rote Karte für Giovanni Sio. Ah, aber nee, nicht ernsthaft. Diese rote Karte für Giovanni Sio, die, also, er hielt die gelb-rote Karte und das war anscheinend ziemlich umstritten. Ziemlich umstritten, aber ganz ehrlich, ein Foul war das eigentlich nicht. Also alle sagen da, es hätte Elfmeter für den FC Basel geben müssen. Aber das sehe ich einfach nicht so, denn also der Sio, der ist einfach schon extrem schnell dort geflogen. Also ich hätte, ja, es war wahrscheinlich auch keine Schwalbe, aber ich denke es. Ja, es war einfach weder noch. Also weder Foul noch Schwalbe. Und dann, ja, musste Basel halt zu neunt spielen und das in der Verlängerung. Das ist natürlich dann nicht mehr so einfach. Aber das Beste habe ich ja gefunden, dass im direkten Gegenzug dann das 1:0 für den FCZ gefallen ist. Also das war Ironie hoch 10. Da waren die Basler wahrscheinlich auch noch etwas wütend und hatten sich nicht so gut konzentriert. Und dann das 2:0, halt schöne Vorarbeit von Chikawi. Und Gavranovic musste nur noch einschieben. Aber jetzt, ja, wenn man halt die ganze Saison auch mit Liga und all dem betrachtet, dann muss man schon sagen, es war etwas mager, aber das Ziel ist eigentlich immer, europäisch zu sein in der nächsten Saison. Das haben wir erreicht, von daher kann man durchaus sagen, es war eine erfolgreiche Saison. Ich meine, klar, der Meistertitel wäre noch etwas mehr wert, aber ja, also ich denke halt auch einfach, als wir Cupsieger geworden sind, das war ja an Ostermontag, also eigentlich ziemlich früh. Dass die Spieler danach dann halt einfach irgendwie nicht mehr so konzentriert waren, halt einfach, weil das Hauptziel ja eigentlich erreicht worden ist. Und dann, ja, boah, diese Karre geht wirklich schön ab. Und wir sind auch noch Erster geworden, sehr schön. Ja, deshalb denke ich, in der letzten Zeit haben wir ja nicht wirklich so die absolut genialsten Saisons. Ich meine, letztes Jahr wurden wir, glaube ich, Vierter oder so in der Liga, aber im Cup sind wir gegen GC im Halbfinale sehr unglücklich ausgeschieden.
Und ja, also unser letzter Titel war halt seit, also war halt 2009 und deshalb, ja, war das schon ziemlich geil, dass wir gewonnen hatten da. Doch leider konnte ich nicht dorthin gehen, also ans Spiel gehen, weil da noch, weil ich ins Konfirmationslager musste. Ziemlich schade. Aber Hauptsache, wir haben gewonnen. Also, wir machen jetzt hier weiter. Jetzt kommt gleich wahrscheinlich so eine Story-Sequenz, glaube ich. Nehme ich mal an. Nachdem das fertig. Ah, nee, kommt noch nicht. Okay, dann machen wir noch das Driftrennen. Der Dragster funktioniert ja wahrscheinlich nicht. Dann aktivieren wir da noch diesen Drifter da. Da. Dir stehen keine Nitro Boosts zur Verfügung, du wirst aber in der Lage sein, den maximalen Driftwinkel doppelt so lange beizubehalten, bevor du die Kontrolle über dein Fahrzeug verlierst. Möglich in Driften, Normal- und Zeitrennen. Ja, Driften, das ist wahrscheinlich so ziemlich das Beste hier jetzt. Driften, so. Ja, also es war eine relativ durchzogene Saison mit einem Happy End am Schluss. Wir waren ja extrem gut in die Rückrunde gestartet, in glaube 6 Spiele, 6 Siege. Danach ging es dann etwas bergab, aber eben Göps, wir haben den Göpsieg geholt und deshalb sind wir glücklich darüber. Yeah. Eigentlich ist es schon geil, so wenn man das kann. Wenn es halt keine viele, also nicht viele Autos gibt, die einem in den Weg stehen. Hier kann ich jetzt aber gerade nicht gut driften. Aber da vorne. Zack. Und da haben wir ja schon den ersten Nitro Boost. Jetzt gehe ich hier doch diesen längeren Weg. Ah, was ist los? Jetzt lag das wieder. Keine Ahnung, was da los ist. Irgendwie immer wieder hat es solche Probleme. Ziemlich nervig natürlich. Wow. So, komm schon. Nein! 4000. Oh, das war erst der dritte Platz. Ja, den holen wir uns noch. Jawohl. Erster wird knapp. Okay. Ja. Jetzt müsste aber eigentlich die neue Story freigeschaltet sein, denke ich. Erwarten. Denn, ja. Tomorrow's the day. Do or die. Everyone feeling it? How about one last race tonight? The four of us. You itching to finally prove that you can beat me, O'Connor? Maybe I am. Then let's make it interesting. $1 million that I can take all of you. And now you're talking. Okay, jetzt machen sie dieses Dragster-Rennen mit den Polizeiautos, glaub. Das weiß ich noch vom Film. Glaube ich zumindest. Ja, denke ich schon, dass sie jetzt das machen. Dann wollte ich noch sagen, jetzt, okay, nee, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Nee, jetzt ist da diese Scheiße wieder. Was ist da los? Ist ja zu früh. Also gut. Und jetzt.
Okay, Neustart. Denn so geht das ganz klar nicht. Eieieiei. Schon wieder. Aber wieso schaltet der denn nicht drauf? Runter. Mann, das ist doch scheiße. Neuer Versuch, das geht so nicht, nee. Das war... Neustart. Ich will einfach nicht, wenn ich Vierter werde, dann die Story fortsetzen. Das ist irgendwie komisch. Ah, jetzt geht es. Nein. Dritter. Nee, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Das geht so nicht. Also wir haben jetzt anscheinend keine Polizeiautos, aber es ist auch klar. Und es geht schon wieder nicht. Ach, das ist doch... Ich weiß nicht, was da falsch ist. Egal. Jetzt. Ja, zweiter, das ist okay. Wobei, im Film hat Brian ja gewonnen, aber egal. Dodge Charger, sehr schön. O'Connor. What's up? Nice riding out there tonight, but you know Dom let you win, right? Ja, ich habe nicht gewonnen. No, he didn't. Yeah, he did. Why would he do that? Maybe he wants you going into tomorrow with full confidence. Ja, das ist jetzt etwas komisch, da ich ja gar nicht gewonnen habe. Ja, aber nett, dass man trotzdem die Story fortsetzen kann, auch wenn man letzter werden würde. So. Gehen wir noch in die Werkstatt, da gibt es jetzt diesen Dodge Charger, genau den hier. Wobei, aha, ne. Wenn man jetzt da alles upgradet. Zack, das auch noch. Und auch noch das hier, so. Jetzt müsste doch eigentlich schon schneller sein. Ja, also besser halt. Oh, mit dem können wir dann auch mal noch fahren. Freue mich schon mal drauf. Okay. Sehr schön. Haben wir jetzt den hier, der sieht nicht wirklich gut aus. Heck. Sieht ja viel besser aus, ja. Kann man jetzt gleich das kaufen? Ja, das sieht schon besser aus. Ach. Man könnte auch, da habe ich wieder gebe ich natürlich immer viel zu viel Geld aus. Ja, jetzt haben wir noch 2000. Müssen wir wieder mal ein bisschen Geld machen. Yeah, aber der sieht eigentlich schon echt geil aus.
So, jetzt wollte ich ja vor diesem Story-Rennen noch was sagen. Und das betrifft jetzt genau diese Serie, Fast and Furious. Ich werde jetzt wahrscheinlich, also sowieso, ich werde die Story fertig spielen. Das heißt, es sind dann noch 4 Folgen. Und dann werden wir wahrscheinlich noch nicht 100% haben. Wahrscheinlich werden wir dann, dann werde ich wahrscheinlich noch eine oder, ja, mal schauen, wie viele es dann werden. Einfach, ich werde dann noch diese einzelnen Ruhmpunkte holen. Ich meine, da, ich habe nur 9 von 12 Ruhmpunkten und hier wahrscheinlich auch 9 von 12, genau. Dann werde ich das bei jedem Kapitel vervollständigen. Dann sollten wir hier 100% haben und dann ist Fast and Furious eigentlich abgeschlossen. Aber ich denke, es geht schon noch 5 bis 6 Folgen, sollte das schon noch gehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ach ja, nein, da wollte ich noch wegen, ich habe ja mal bei der Ski Challenge angekündigt, dass ich noch die Formel 1 spielen werde. Das wird auch noch kommen, ich weiß aber noch nicht wann. Ja, es wird schon noch kommen, einfach. Da könnt ihr euch sicher sein. Dann sehen wir uns entweder das nächste Mal bei Fast and Furious 5 oder dann tatsächlich bei der Formel 1. Das Problem an der Formel 1 ist halt, es ist so ein riesiges Game. Es verbraucht extrem viel Platz dann, also wenn ich dann ein Video aufnehmen würde. Ja, das wäre ein Riesending, also sicher so über 100 Gigabyte. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht womit, also mit welchem Spiel, aber einfach bis zum nächsten Mal. Bis dann.